If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm home. Hey. Schorsch, Leute, und willkommen zum 14 Jahre Schorschmann-Jubiläums-Special-Video, I guess? Ich habe mir gedacht, für diesen besonderen Anlass nehme ich euch mal mit auf eine kleine Zeitreise zu Zeiten, die viele von euch eventuell schon gar nicht mehr kennen. Zu einer Zeit, wo Limitierung für Content Creation noch ein ganz anderes Thema war. Ihr glaubt gar nicht, wie einfach ihr das heute teilweise habt mit euren TikToks und euren Instagrams und euren Spoofittis. Deswegen möchte ich euch heute mal auf so eine kleine Zeitreise mitnehmen, wo ich angefangen habe, wie ich angefangen habe, vor 14 Jahren. Gott, ich mache das bald schon mein halbes Leben. Heilige Scheiße. Im Jahr 2004 gab es YouTube noch gar nicht. Im Jahr 2006 war ich noch gar nicht auf YouTube. Irgendwann 2007 oder so. Damals habe ich auf einer kleinen Plattform namens MyVideo mein erstes Video hochgeladen. Damals noch mit meinem allerersten Windows XP PC und Windows Movie Maker habe ich dann Kingdom Hearts Fanvideos gemacht. AMVs, Parodien, Trash. Das Material für diese Videos habe ich damals auf irgendwelchen Websites gefunden. Müsst euch vorstellen, das war 2008. Die Zeit, wo Videocapture von Konsolen noch extremst neu war. Ist nicht wie heute, wo du auf Amazon gehst, dir einfach eine Elgato 60S bestellst und sagst, boah, I'm the PewDiePie. Das war auch noch die Zeit, wo niemand richtig eine Ahnung hatte, wie man vernünftig Videos macht. Sachen wie Videopacing oder sowas waren damals nicht wirklich ein Ding. Leute haben gemacht, wonach ihnen war, wonach sie Lust hatten, wollten sich entdecken. Oder haben einfach Videos hochgeladen mit dem Titel Katze spackt voll ab. Die Zeit war wild. Und weil ich halt gerade zu der Zeit ein absolut riesiger Kingdom Hearts Fan und Sonic the Hedgehog Fan war, habe ich mir gedacht, ich mache mir also auf dieser Seite einen Account. Ich war ein edgiges Kind, okay? Lasst mich, ich war jung. Das Ganze war für mich so neu, dass ich tatsächlich gedacht habe, einen Account erstellen und Videos hochladen kostet Geld. Als ob ich gewusst hätte, was ein anderer Berufszweig Jahre später machen würde. Und somit habe ich halt mit meiner Müllgurke von PC damals meine ersten Videos quasi zusammengeschnitten. Ziemlich basic Lippensynchro-Kram. Einige vielleicht erinnern sich noch an die Serie The Organization Gone Crazy, was so meine erste eigentlich richtige Serie war, die ich durchgezogen habe. Das Ganze habe ich auf mein Video für, ich bin der Meinung, 2 Jahre gemacht. Bedauerlicherweise kann ich heutzutage nicht mehr nachgucken, wann mein allererster wirklicher Upload auf mein Video war. Die Seite wurde vor ein paar Jahren von MaxDome komplett übernommen und aktuell ist es nicht mehr das, was es überhaupt mal darstellen sollte. Aber irgendwann in dem Dreh habe ich auch für mich erkannt, dass ich gerne auch mal was anderes machen wollen würde. Dass ich so diese Vorliebe fürs Videospielen, wo ich in der Zeit hatte, wirklich gerne noch in meine Videos irgendwie umsetzen wollen würde. Zum Glück war mein Vater ein ziemlicher Technik-Nerd. Der hatte meinen PC dann eine Fernsehkarte eingebaut. Und somit konnte ich Konsolen über Cinch-Kabel an meinen PC anschließen und aufnehmen. Ich sage euch, das waren wilde Zeiten. Zumal wir mittlerweile auch schon 2008 schreiben und ich mir einen eigenen YouTube-Kanal gemacht habe. Damals war ich noch der naiven Meinung, dass YouTube mehr so dieses englische MyVideo ist. Gott, war ich dumm damals. Und hab dann angefangen, meine Videos sowohl auf MyVideo als auch auf YouTube hochzuladen. Das war allerdings nicht allzu lange der Fall. Aber reden wir mal ganz kurz über YouTube im Jahre 2008. Es ist halt nicht so, wie man es heute kennt. Videoqualität bis hoch zu 4K und noch mehr. Mini-Player. Werbung. Videolänge von heute bis nächsten Monat. Damals hatte jeder YouTuber, der ein Video hochgeladen hatte, dieselben Limits. Eine Videolänge von maximal 10 Minuten. Alles, was länger als 10 Minuten 59 Sekunden war, wurde instant von YouTube geblockt.
könnt euch vorstellen, wie lustig das für Let's Plays war. Videoqualität, die nicht höher als 480p ging. Und das war schon, es wusste sowieso zu dem Zeitpunkt keiner, was diese Qualität überhaupt beeinträchtigt. Wusste damals keiner. Beziehungsweise damals hieß es ja nicht mal P. Damals hatten wir High Quality und Tomate. Aber ich schweife ab. Am 9. März 2009 habe ich dann mein allererstes Let's Play auf YouTube hochgeladen. Das ist der Tag, den ich jetzt mittlerweile als mein Jubiläumstag gekennzeichnet habe. Schlicht und ergreifend, weil alles davor ist der Nebel. Keiner weiß, was da passiert ist, nicht mal mehr ich. An dem Tag habe ich mein allererstes Let's Play hochgeladen und Gottes Willen, guckt es euch nicht an, es ist cringe. Ihr dürft nicht vergessen, ich war in der Zeit 16. Ich war jung. Ich war dumm. Ich war ein blödes Scheißkind, was sein Maul nicht halten konnte. Aber das Let's Play hat mir damals etwas gegeben, was ich aktuell nicht mehr von mir genommen haben möchte. Ich konnte endlich meine Lieblingsspiele mit Leuten teilen. Ich konnte einfach die Spiele, die mir besonders am Herzen lagen, mit Zuschauern teilen. Umso schöner wurde es ein Jahr später, als ich dann erkannt habe, dass es eine deutsche Let's Player Community gibt. Als ich erkannt habe, dass es eigentlich Let's Play heißt und nicht, wie ich immer gesagt habe, Walkthroughs. Der Fakt, was ich da alles so gelernt habe, bin ich froh drüber. Und so wie ich damals meine Videos gemacht habe, habe ich sie eine sehr lange Zeit gemacht. Es waren simple Start-Stopp-Aufnahmen ohne viel Bearbeitung. Etwas, was heutzutage immer seltener wird. Außer den Worts. Aber das sind Streams, ist was anderes. Und dann ein paar Jahre später konnte ich mir sogar den Traum erfüllen, YouTube-Partner zu werden. Eine Frage, die ich heute noch häufig bekomme, ist, warum ich meinen Kanal dafür quasi zurückgelassen habe. Ihr müsst euch vorstellen, YouTube-Partner sein war damals ein bisschen komplizierter als heute. Heute kannst du durch YouTube aus schon gewisse Kriterien erfüllen, um Partner zu werden. Früher brauchtest du ein Netzwerk, mit dem du gepartnert sein musst, um diesen Status zu erhalten. Damals wurde mir empfohlen, ich solle doch lieber einen neuen Kanal aufmachen und von da aus Partner werden. Das habe ich damals gemacht und das ist der Kanal, auf dem ihr dieses Video jetzt gerade seht. Der Name hat sich über die Jahre nochmal etwas geändert, aus persönlichen Gründen. Und der Content hat sich über die Jahre nochmal wieder mehr verändert. Aber das ist für mich das Schöne an dieser ganzen Sache. Der Content und dieser Kanal hat sich mit mir verändert. Früher habe ich Videos rausgehauen, weil ich sie mit Leuten teilen wollte. Heute möchte ich Videos hochladen, die einen bleibenden Eindruck bei Leuten hinterlassen. Die einem im Gedächtnis bleiben. Die man sich auch durchaus nochmal angucken wollen würde. Videos, wie ich damals ganz zu Anfang gemacht habe. Wo ich bis spät in die Nacht dran sitze und einfach nur das Video vor mich hin bearbeite. Aber ein Teil von mir, wo diese ganz normalen Let's Plays noch machen möchte, ist noch da. Der lebt in meinen Streams weiter. Frei von den Limitierungen der alten Zeit. Direkte Konversation mit den Zuschauern über das Geschehen, was auf dem Bildschirm passiert. Nicht erst dieses Aufnehmen, Rendern, Hochladen, warten, bis Leute drauf reagiert haben, hoffen, dass es bei den Leuten ankommt, sich über die Glocke von YouTube beschweren, warum sie nicht funktioniert, eine Krise deswegen kriegen. Und das Schönste ist, dass ich immer noch wieder neue Sachen finden kann, die mich begeistern. Wie zum Beispiel die Feierabendküche. Oder Shorts. Die Tatsache, dass ich mich eigentlich relativ ungern vor eine Kamera setze und einfach einen Avatar das Ganze jetzt für mich machen lassen kann. Diese ganze Plattform hat sich in den letzten 14 Jahren sehr, sehr viel verändert. Nicht immer ins Negative, aber auch nicht immer ins Positive. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie lange ich das Ganze noch machen wollen würde hier. Ich habe oft den Gedanken von wegen, wo ich hingehöre im Leben. Aber wenn ich ehrlich bin, hoffe ich doch sehr, dass ich hier hingehöre. Na hey, schusch Leute, noch einmal ein kleines Wort zum Abschluss. Egal ob ihr jetzt jemand seid, der mich seit Day One verfolgt oder jemand, der heute zum allerersten Mal dieses Video sieht, in dem Sinne, warum hast du noch nicht angefangen zu laufen? Noch kannst du laufen, noch kannst du rennen, noch bist du sicher. Auf jeden Fall an alle danke ich euch viel, viel, vielmals für all diese Unterstützung und eure Treue für all die Jahre. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.